Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Straub. Ich bin Gründer vom gleichnamigen Portal www.museum.de, unter dem eine weltweit funktionierende Datenbank installiert ist. Seit einigen Jahren frage ich mich inzwischen, wie kann Qualitätstourismus aussehen? Und vielleicht stellen Sie sich auch die Frage. Ich denke, Qualitätstourismus kann sehr gut mit einem Vorstellen von Kulturangeboten beginnen. Wir bringen seit 9 Jahren schon dieses Fachmagazin, Magazinmuseum.de, heraus, was allerdings sehr fachspezifisch Museumsartikel publiziert und weniger touristisch aufgebaut ist. Allerdings, die Gene sind prinzipiell schon da für sehr hochwertige Artikel. Wir haben also sehr gute Kontakte zu den Museen. Und das hat uns auf den Plan gebracht, irgendwann uns auch auf einem großen Gemeinschaftsstand auf der ITB in Berlin vorzustellen und diesen ganzen Aspekt des Museums viel weiter nach draußen zu tragen und in den Tourismus einzubetten. Als nächsten logischen Schritt von dem Ganzen sehe ich, dass wir ein neues Konzept, ein zusätzliches Konzept für ein neues Magazin entwickeln. Und das soll Anfang September erscheinen. Das nennt sich Museum Kultur mit Genuss. Und wie der Name schon sagt, wollen wir hier die touristischen Angebote mit den kulinarischen Angeboten, Natur, die Sie in Ihrer Region gern vorstellen möchten, und so weiter koppeln. Das Ganze wird ebenso hochwertig produziert wie das bisherige Magazin und in Arztpraxen, in Cafés, Friseurläden und so weiter in Deutschland ausgelegt. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Menschen dort einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Also Zeit zum Lesen, das ist eben der Unterschied zum Internet. Das hat natürlich eine sehr gezielte Ansprache von den Usern. Andererseits haben wir hier Menschen, die in aller Ruhe ein Magazin lesen und sich einfach mal ein Viertelstündchen gönnen, um sich das genauer anzusehen. Ja, Reichweite. Wir planen eine Leserschaft von fast 500.000 bei der Erstausgabe. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, Ihre Region über dieses Kulturmagazin mit vorzustellen.